Tja, hier ist er. Er stand die Nacht über hier unter der Überführung. Habt ihr was gefunden? Ja, wir haben so einiges gefunden. Den Körperflüssigkeiten und Haarproben nachzuurteilen, haben darin ein paar alte Obdachlose eine schöne Orgie gefeiert. Oh Gott! Ja, wisst ihr, wie das heißt, wenn die sowas machen? Die nennen das mal ordentlich Tafeln. Da geht's ziemlich hart zur Sache. Nicht lange danach kam eine Waschbärenmama vorbei und hat im Fußraum geworfen. Das Fruchtwasser ist bis an die Rückscheibe gespritzt. Gottgütiger. Tja, und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, hat irgendein Spaßvogel auf dem Fahrersitz hübsch einen abgeseilt. Ich schätze, der wusste, dass ihr Cops seid. Weil das ist wirklich mal ein richtig fieser Schiss. Das konnten sie alles bloß durch Haar- und Flüssigkeitsproben ermitteln? Oh ja. Was ist mit Fingerabdrücken? Habt ihr welche gefunden? Nein, nicht einen einzigen. Ich habe ein Handy gefunden. Ja, das ist meins. Irgendwelche Kampfspuren oder Patronenhülsen? Nein. Glaub mir, jeder, der hier an der Orgie beteiligt war, war freiwillig dabei. Sie haben euch sogar eine Nachricht hinterlassen. Danke für die Rammelkutsche. Küsschen Dirty Mike und seine Boys. Das hier haben wir gefunden. Ungefähr ein Dutzend unbenutzter Rubbellose. Keine Fingerabdrücke drauf. Seht's euch an. Tja, ist echt eine Schande. Wisst ihr, ich hab selber einen Prius. Echt eine Höllenmaschine. Das war mein erster Neuwagen. Ich hatte vorher nie einen neuen. Und da lag eine Rehvagina. Oh, was? Zuerst dachte ich, es wären menschliche Lippen, aber es ist definitiv eine Muschi von einem Reh.